Hallo und herzlich willkommen auf Jurella.de. Schauen uns nun eine Aufgabe an zu den Geraden. Und zwar ist eine Textaufgabe. Und zwar hatten wir eine Kostenfunktion für Paketversand, nämlich gerade 2 mal x plus 3,75. Und die Frage war, ja, was ist hier die Versandpauschale? Das heißt, was wird immer, egal unabhängig von der Größe oder von der Menge der Pakete, gezahlt? Und ja, wie verändert sich dann der Preis pro Paket? Und dann natürlich auch die Frage, ja, was für ein sinnvoller Definitionsbereich, um diese Funktion einzugrenzen. Ja, und schauen wir uns erstmal, wie diese Funktion aussieht. Wir wissen, 3,75 ist der y-Achsenabschnitt. Das heißt, wir haben hier schon mal das Koordinatensystem 2, 4, 6 und so weiter. Das heißt, hier kurz vor der 4, 3,75, hier hat die Funktion den Punkt, wo sie die y-Achse schneidet. Und nun 2 mal x, das heißt, die Steigung ist 2. Das heißt, ich gehe 1 nach rüber und 2 nach oben. Da wir hier die Skala verändert haben, 2, 4, 6, ist es dann genau hier. Das ist das Steigungsdreieck. Das ist unser der zweite Punkt. Und nun mit zwei Punkten können wir die Funktion zeichnen. Sieht dann also so aus. Das ist gerade unser k von x. Und jetzt können wir schauen. Diese Funktion, die heißt gerade, dass wir für 0 Pakete, das heißt, für x ist ja gerade die Anzahl der Pakete. Für 0 Pakete, das heißt 2 mal 0 plus 3,75. Ja, 0 plus 3,75 ist 3,75. Das heißt, wir wissen schon mal k von 0. Das heißt, wenn ich 0 einsetze, ist 3,75, also 3,75 Euro. Das heißt, wenn kein Paket gesendet werden würde, hätten wir 3,75. Wenn wir 1 einsetzen würden, das heißt, ein Paket gesendet wird, hätten wir 2 mal 1. Plus 3,75, 2 mal 1 plus 3,75, naja, das ist gerade 5,75 Euro. Und wenn wir uns bei 2 Paketen anschauen, setze ich hier für x 2 ein, 2 mal 2 plus 3,75, 4 plus 3,75 ist 7,75. Das sehen wir, das steigt immer dann, wie es hier auch steht, dass wir dann gerade um 2 Euro pro Paket steigen. Das heißt, wir sehen, die Versandpauschale, das heißt, was unabhängig von der Anzahl der Pakete immer noch dazugerechnet wird, das ist gerade immer die 3,75 Euro. Die ist immer so ein Grundpreis. Und jetzt pro Paket, wie wir hier sehen, ist immer um 2 Euro teurer. Das heißt, wir können sagen, der Preis, den die Versandkosten pro Paket steigen, ist gerade 2 Euro. Das heißt, gerade das, was wir als M haben. Und der Grundstock, das heißt, was es als Pauschale immer kostet, ist immer gerade hier das B. Das könnt ihr euch auch für andere Funktionen, Kostenfunktionen, die so ähnlich aussehen, merken. Nun, welcher Definitionsbereich ist hier sinnvoll? Wir haben hier die Gerade gezeichnet. Wir sehen hier zum Beispiel bei minus 1 wäre die Gerade dann bei 1,75. Nur ist die Frage, ist es sinnvoll, dass wir hier die Funktion auch hier in den Minusbereich aufteilen? Ja, wir wissen ja, x ist gerade die Anzahl der Pakete. Ja, und minus 1 Pakete oder 0 Pakete, ja, das macht keinen Sinn. Ja, es gibt nichts, man versendet nicht 0 Pakete. Das heißt, es macht Sinn, wenn wir erst anfangen, ab einem Paket überhaupt die Funktion erst zu definieren. Das heißt, der Definitionsbereich df ist gleich von 1, aber wir können beliebig viele Pakete senden. Naja, es gibt natürlich auch sicher noch eine Maximalbegrenzung, aber das kann man nicht genau wissen. Das heißt, wir sagen, wir wissen es für alle Werte ab 1, das heißt, können wir schreiben, für x, könnt ihr auch sagen, ja, x aus n. Das heißt, dass wir alle natürlichen Zahlen, das heißt 0 nicht, n Stern, wie ist es dann in dem Fall, für alle n außer 0, das heißt 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter Pakete, das wäre unser Definitionsbereich. Na, was für einen Wertebereich haben wir dann? Was ist der günstigste Preis, den wir hier als Versandkosten haben können? Na, das ist gerade für ein Paket. Nur ein Paket ist sinnlos. Das heißt, der günstigste Preis, den wir haben, ist 5,75. Ja, nicht wf, sondern nicht die Funktion f, sondern das ist gerade k von x. Da muss man immer darauf achten. Das ist gerade dann k von x kann als Gleistenwert 5,75 annehmen. Das schreibt man hier 5,75. Und der größte Wert, nun, es kann unendlich groß werden und die Funktion geht immer weiter. In der Praxis geht es natürlich nicht, aber der Funktion
Funktion schon. Das heißt, wir haben hier bis unendlich. Diese Schreibweise, die wir hier haben, ist sogenannte Intervallschreibweise. Das heißt, wenn es heißt, die Kostenfunktion kann zwischen 5,75 und unendlich jeden Wert annehmen, dann schreibt man hin 5,75, eckige Klammer nach innen, bis unendlich, eckige Klammer nach außen. Die eckige Klammer nach innen, die bedeutet, dass dieser Wert, der hier steht, also die 5,75, noch dazugehört. Also 5,75 kann ja ein Wert sein. Und unendlich, aber unendlich ist keine Zahl, deswegen unendlich gehört nicht dazu. Und wenn die Zahl nicht dazu gehört, machen wir so eine Klammer nach außen. Ja, es gibt auch die Schreibweise, dass man eine runde Klammer macht. Das ist dann genau das Gleiche. In Ordnung. Dankeschön.